So, moin moin meine lieben Freunde. Jo, willkommen zu einem neuen Video zu meinem Informatikstudium. Das waren jetzt immer so Videos, wo ich entweder über mich irgendwas erzählt habe, wie ich bestimmte Sachen im Studium erlebt habe, oder auch wie ich so generelle Tipps gebe. Denn, naja, wenn man irgendwie so eine gewisse Erfahrung gesammelt hat, kann man auch Wissen weitergeben oder Erfahrung weitergeben, wie man in der oder der Situation am besten umgehen sollte. Und ich habe jetzt schon zu relativ vielen Sachen mal was gemacht. Wenn ihr neue Ideen habt, zu welchem speziellen Themengebiet des Studierenden oder des Studentenseins ich noch was machen soll, könnt ihr es gerne reinschreiben. Und heute geht es darum, was für Bücher ich empfehle, was für Lernarten ich empfehle, was für YouTube-Kanäle ich empfehle für bestimmte Themenstellungen. Also mit welchen Sachen habe ich gelernt oder welche Sachen würde ich empfehlen, mit denen man lernen sollte. Und das unterteile ich jetzt einmal in Mathe und einmal in Informatik, wobei das ist, also ist gemischt, aber die beiden Themengebiete werden abgedeckt, weil das ja auch die Hauptthemengebiete in dem Studium dann sind. Ja, gut, fangen wir mal an mit Programmiersprachen. Da kommt es natürlich immer drauf an, was für eine Programmiersprache ihr an der Uni lernen müsst. Ist klar. Ich werde jetzt Empfehlungen für C++ und für Python rausgeben. Für Java und C habe ich persönlich jetzt keine super Tipps in Sachen Büchern zum Beispiel. Aber C++ und Python sind auch schon mal Sprachen, die sehr beliebt sind. Besonders C++ haben, glaube ich, auch... Also man hat ja entweder Java oder C++ irgendwie in den ersten beiden Semestern. Das ist ja meistens so. Und Python... Kommt immer darauf an, von Uni zu Uni. Bei uns gab es jetzt nicht wirklich ein Fach bis jetzt, wo das Pflicht war, in Anführungsstrichen. Es war immer so optional bei manchen Fächern. Aber naja. Ja, das erste Buch, was ich empfehle, das ist für Python. Die öffnen, also es sind zwei Bücher. Eins ist für Einsteiger und das andere ist für, naja, Profis möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Aber wir fangen erstmal an mit, ich wechsle die Zähne mal. So, das wäre Fluent Python. Wir wollen uns aber erstmal das Cookbook anschauen. Das hier ist so ein Overall-Buch für Python. Jetzt natürlich, das Taschenbuch kostet 32,99 €. Ich sage jetzt nicht, ihr solltet euch das als Taschenbuch kaufen. Ihr könnt euch auch irgendwie die E-Book-Edition kaufen. Die wird jetzt hier für ein Kindle halt so und so viel kosten. Ihr kennt auch bestimmt Sachen, wo man Bücher sonst herkriegt, keine Ahnung. Was ich aber jetzt vorweg sagen will, jetzt könnte man sagen, Franek, Alter, Bücher, Programmieren, lebst du im 18. Jahrhundert, was geht mit dir denn jetzt ab? Ich, jetzt ohne Scheiß, ich will jetzt hier irgendwie echt keine Werbung machen für Bücher, ich bin aber ein viel größerer Fan, wenn es um Programmieren geht, um gute Bücher als 10-minütige YouTube-Videos und die sind meistens 5 Minuten lang gefühlt zu irgendeinem Thema. Ich habe das versucht, jetzt kann man sagen, du hast selber Programmiervideos. Ich habe versucht, das, was mir an anderen Videos nicht gefällt, bei Mathe und Informatik-Nachhilfe, besonders bei Mathe-Nachhilfe, weil das ja die aktuelleren waren. Die Programmiervideos sind schon echt älter und damals hatte ich noch nicht so viel Ahnung. Wenn ich mir die jetzt selber angucke, denke ich an der einen oder anderen Stelle auch, Franek, ja, vor 2 Jahren hattest du echt, oder vor 3 Jahren ist C, glaube ich, die Reihe her, hattest du echt nicht so viel Plan, da hättest du mal lieber die Fresse halten können. Oder du hättest das deutlich besser erklären können. Das ist echt eine hohe Kunst. Weil wenn man jetzt 10 Minuten im Video am Stück redet, da mal keinen Mist zu erzählen, das ist schon schwieriger. Bei so einem Buch, da setzt sich der Autor mehrere Monate hin und das ist alles vernünftig gut durchdacht und gut aufgebaut. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle YouTube-Videos schlecht sind, sonst würde ich meinen Kanal auch irgendwie in Frage stellen. Aber ich persönlich kann ergänzend zu den YouTube-Videos mit einem Buch sehr gut lernen. Und diese Bücher finde ich auch viel besser als jede Programmiervorlesung. Weil da ist alles schön zusammengefasst mit Aufgaben etc. Und dann an sich bei so Büchern würde ich auch wirklich dann die Kindle oder PDF-Version empfehlen. Die könnt ihr dann irgendwie auf euren Kindle oder E-Reader draufpacken oder auf dem Laptop als PDF halt. Dann könnt ihr nebenbei das durchgehen und wenn da mal irgendwo Programmieraufgaben sind mit bestehendem Code, den könnt ihr gut rüber kopieren. Beim Buch geht das nicht, außer ihr habt wirklich Bock darauf, ein Buch zu haben wegen dem tollen Buchgeruch oder so. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich will damit nur sagen, YouTube-Videos alleine sind nicht das Allheilmittel, Bücher alleine vielleicht auch nicht. Ich finde, beides zusammen ist immer eine gute Kombi. Die YouTube-Videos kriegt ihr ja umsonst. Und dennoch würde ich jetzt so ein Buch empfehlen. Ja, das war jetzt eine ziemlich lange Story, warum ich Bücher empfehlen würde. Wenn ihr mir widersprecht, könnt ihr... Also wir können da gerne Diskussionen führen in den Kommentaren drüber. Aber ich habe gute Erfahrungen gemacht. Und auch gute Erfahrungen für Python mit dem O'Reilly Verlag.
Besonders auch mit dem Fluent Python, was gleich kommt. Also dieses Python Cookbook sind jetzt hier die Basics. Prinzip können wir auch Learning Python nehmen. Und dann dieses Fluent Python ist halt die Erweiterung für, naja, da wird, ich will nicht sagen viel Basiswissen, da könnte jetzt jeder definieren, was viel Basiswissen ist. Aber da wird schon Basiswissen vorausgesetzt, was mit den anderen beiden Büchern eher gezeigt wird. Und dieses Cookbook ist halt für Python 3.3 ist jetzt die Version. Solange es Python 3 ist, natürlich gibt es jetzt Unterschiede zwischen 3.3 bis 3.6, aber nicht so krass wie zwischen 2.7 und 3 oder so. Also, das sind schon relativ aktuelle Sachen dann. Und einerseits kann ich dann das empfehlen, wenn man in Python einsteigen will. Wobei ich jetzt hier sagen würde, den Einstieg findet man auch gut über YouTube. Da hat Syntax zum Beispiel eine sehr gute Videoreihe gemacht. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht auch entweder die C++-Reihe weitermache oder die Python-Reihe. Könnt ihr auch reinschreiben, was ihr von beiden lieber haben wollt. Also Python würde ich anfangen oder C++ die Reihe weitermachen. Vielleicht dieses Cookbook noch nicht so ganz zu empfehlen, aber, und dieses Buch hier, das besitze ich wirklich selber, dieses Fluent Python. Das kann ich wirklich komplett empfehlen. Das ist total genial, das Buch. Da wird alles nähere, weiterführende richtig, richtig geil erklärt mit richtig guten Beispielen. Ich laber jetzt echt kein Mist, ich finde das wirklich so. Ich habe die PDF-Kindle-Version davon. Ich packe auch die ganzen Bücher in die Beschreibung. Wenn ihr die über Amazon kauft, könnt ihr mich auch unterstützen. Müsst ihr natürlich nicht. Könnt euch das auch, was weiß ich, woher besorgen. Da will ich jetzt nichts Näheres zu sagen. Aber dieses Buch kann ich auch mega gut empfehlen. Da gab es auch richtig coole Beispiele und so Programmieraufgaben am Ende des Kapitels oder mitten im Kapitel zu bestimmten Themen, die auch, und das Buch ist auch gut strukturiert, da hat das schon Sinn, dass in Kapitel 4 das drankommt und aufbauend auf das, was in Kapitel 3 zum Beispiel drankam, ja. Das ist bei manchen Vorlesungen oder Tutorial rein im Internet nicht so richtig, fand ich. Das wäre jetzt die Geschichte zu Python. Jetzt könnten wir, wie in der Videobeschreibung schon seht, habe ich zum Beispiel ein C++-Buch auch empfohlen. Das ist C++ für Spieleprogrammierer. Oder, warte mal. Genau, hier von Heiko. Da wurde mir jetzt mehrmals angemerkt, der Franek, der steht für Spieleprogrammierer. Ich bin ganz normaler, ich will ganz normaler Programmierer sein. Das ist richtig. Aber bis auf das letzte Kapitel ist das wirklich nur C++ so. Das sind kleine Beispielaufgaben anhand von Spielen, so Tic-Tac-Toe-Feld oder sowas. Aber ich fand, als ich mit C++ noch gar keine Ahnung hatte, ist das Buch wirklich sehr zu empfehlen. Und jetzt passt auf, also wenn ihr noch nicht viel Ahnung habt im C oder C++, kann ich das Buch wirklich empfehlen. Wenn ihr schon Ahnung habt, würde ich es nicht empfehlen, weil dann sind die Beispiele ein bisschen outdated. Aber ich glaube nicht, dass ihr im ersten Semester schon die ganzen C++ 14 und 17 Standardsachen lernt. Das sind jetzt so die älteren C++ Standards bis halt C++ 11 so. Wobei das wird auch noch nicht so nah beleuchtet. Das sind halt die ganzen Basics, was auch eher so auf C-Ebene ist. Ich fand aber, das war das erste Buch, was mir verständlich erklärt hat, was Zeiger und Referenzen sind. Das fand ich wirklich gut in dem Punkt. Aber wie gesagt, wenn ihr schon Ahnung in C++ habt, ist das Buch nicht mehr zu empfehlen. Was ich euch dann empfehlen kann, und das folgende Buch besitze ich auch wirklich, also das hier habe ich auch. Ich habe dieses Fluent Python, dieses C++ und das Effiz boah, wie heißt denn das auf Deutsch? C++ effizient irgendwie, müsste das auf Deutsch heißen. Oh Gott. Ich gebe mal C++ Buch ein. Ich habe nur den englischen Titel. Ich glaube, das hieß Effective. Nee, Modern. Effective Modern C++? Irgendwie so hieß das. Da effektives modernes C++. Jetzt ist die Frage, das ist die Version hier, das ist jetzt die deutsche Version. Da kann man mich jetzt auch fragen, ich glaube, dieses Fluent Python, also diese Python-Bücher waren generell auf Englisch. Das C++-Buch gerade war auf Deutsch, weil es auch ein deutscher Autor war. Das ist hier wieder auf Englisch und das ist wieder so O'Reilly Verlag, den kann ich echt mega gut empfehlen. Und der Standard ist hier C++ 14. Weil 17 kam ja erst letztes Jahr raus. Also hier ist C++ 11 und 14, das ist für das moderne C++. Das ist halt schon, da müsst ihr verstanden haben, was Strukturen, was Klassen, was Zeiger, was Referenzen sind. Aber das erklärt wirklich die guten Features, die C++ 11 und 14, das sind die Versionen, eingeführt haben. Und ohne 11 und 14, programmiert man ja nicht mehr. Also, außer man hat jetzt irgendwo ein System, wo das halt nicht anders geht.
Aber ansonsten, warum sollte man nicht 14er Standard zum Beispiel nehmen? Das kann ich auch, das kann ich richtig gut empfehlen. Das wären jetzt für die beiden Programmiersprachen, die ich vorstellen würde, diese vier Bücher. Und von den vier Büchern würde ich so weit gehen, dass ich dieses Fluent Python mega gut empfehlen würde und dieses effektives, modernes C++ mega gut empfehlen würde. Die anderen beiden unter Vorbehalt, die muss man sich jetzt nicht unbedingt kaufen, weil diese ganzen Einführungsdinger, wie ich schon gesagt habe, die können auch durch YouTube-Videos eigentlich ganz gut abgedeckt werden. Aber dieses weiterführende Wissen ist hier ganz gut, weil was will mir jetzt einer auf YouTube in 5 oder 10 Minuten erklären, was Smart Pointer sind? Das kann sich natürlich dann im Video alles logisch anhören, nur ob ich es eine Woche später nochmal weiß, ist eine andere Frage. Dann muss ich mir das Video wieder angucken. Und hier kannst du ins Buch, wenn du gerade in deinem Zimmer bist und für die Uni-Aufgabe programmierst, holst das scheiß Buch raus, guckst da drin, was waren die Eigenschaften von einem Shared Pointer, Weak Pointer, Unique Pointer, keine Ahnung. Das sind jetzt Begriffe, die müsst ihr nicht kennen. Aber dann könnt ihr es nochmal gut danach gucken. Dann kann man jetzt darauf sagen, ja, es gibt noch Stack Overflow. Das ist richtig, aber für Stack Overflow, wenn ihr was programmiert und ihr nicht weiter wisst, könnt ihr das bei Stack Overflow suchen, wie macht man das. Aber ihr müsst erstmal wissen, mit welchen Tools ihr das macht und dann das auftretende Problem könnt ihr ja googeln. Ihr könnt ja nicht einfach googeln den Namen eurer Hausaufgabe und dann findet ihr bei Stack Overflow die Lösung. Ihr müsst schon dieses Grundwissen haben und das kann in diesen Büchern deutlich besser vermittelt werden als in den Vorlesungen, meiner Meinung nach. Da könnte man jetzt auch wieder drüber diskutieren, keine Ahnung. Ansonsten hatte ich ja immer diese beiden Mathematik für Informatiker. Informatiker verlinkt. Das sind ziemlich sicher die beiden hier. Einmal der erste Band ist diskrete Mathe und lineare Algebra. Das war bei uns, hatten wir diskrete Mathe einzeln. Das wird das prinzipiell nicht ganz abdecken. Könnten wir jetzt auch drüber diskutieren. Und andererseits, der Band 2 ist Analysis und Statistik. Also, das sind ja diese vier Mathegebiete, die eigentlich jeder Informatiker hat. Bei uns war höhere Mathematik, war Analysis und lineare Algebra gemischt. Dann hatten wir diskrete Mathe einzeln und Statistik einzeln. Aber ja. So, können wir einen Blick ins Buch machen. Darf ich das im Video? Keine Ahnung. Aber das ist hier öffentlich zugänglicher Inhalt, da werde ich wohl reingehen dürfen. Können wir uns mal die Kapitel anschauen. Inhaltsverzeichnis. Das fängt an mit Logik und Mengen, Zahlenmengen und Zahlensysteme. Das ist ja so die, keine Ahnung, die ersten beiden Wochen in Homer oder so. Dann ist hier diskrete Mathe zuerst. Wie gesagt, das hatten wir erst im dritten Semester. Da ist dann Zahlentheorie mit Gruppenringe Körper, euklidischer Algorithmus für RSA zum Beispiel. Das ist immer ein sehr beliebtes Beispiel. Chinesischer Restsatz, da habe ich ja auch ein tolles Video zu, wo ich glaube ich einen Fehler mittendrin hatte. Richtig starke Aktion von mir. Polynomringe hatten wir jetzt nicht. Endliche Körper. Relation und Funktion, Folgen und Reihen. Kombinatorik, Rekursion, Vektorräume. Also hier ist alles, was man eigentlich macht, drin. Und das Gute an dem hier ist hier, im Gegensatz zu Büchern, die wirklich für Mathematikstudenten ausgelegt sind, das ist hier alles ein bisschen weniger trocken, in Anführungsstrichen. Natürlich ist es Mathe, ja, ist klar. Aber guckt euch mal ein Buch für Mathe für Informatiker oder Ingenieure an und vergleicht das mal mit einem Buch Mathe für Physiker oder Mathe für Mathestudenten. Da merkt ihr wirklich noch, dass, wenn ihr auch in dieser ganzen Beweisschiene nicht so drin seid, dass so Bücher dann hier echt besser sind. Und die haben auch durchweg sehr gute Kundenrezensionen. Und all zu den ganzen Büchern, die ich jetzt nenne, bevor ihr die kauft, guckt erstmal, ob die bei euch in der Bib gibt. Also diese Mathe für Informatiker gibt es 100 Pro bei euch in der Bib, würde ich sagen. Und das C++-Buch vielleicht auch. Bei Python bin ich nicht sicher, aber ihr könnt das ja nachgucken. Das wäre jetzt auch so ein Tipp, ja. Ihr müsst das nicht kaufen. Wenn ihr jetzt sagt, nach dem Semester brauche ich das nie wieder, dann kauft euch es nicht. Wenn ihr denkt, naja, die Chance kommt vielleicht, dass ich da immer mal wieder reingucken muss, dann lohnt es sich vielleicht schon, das Buch zu kaufen. Mir fällt gerade auf, ich wollte eigentlich die ganze Zeit Musik abspielen und er macht nicht weiter. Naja, jetzt haben wir die ganze Zeit keine Musik gehabt. Das wären die beiden Mathebücher. Was kann ich noch an Büchern empfehlen? Ich kann das Kryptobuch empfehlen, wenn ihr. Also ich mache jetzt Einführungen in die Krypto und der Prof, der das hält, hat auch ein Buch geschrieben, was ich bis jetzt echt super toll finde. Wobei das dann eher auf die Vorlesung von ihm ausgelegt ist. Weil das ist jetzt eigentlich an sich ein Erstsemesterfach. Wie heißt das denn? Ich habe das hier gerade neben mir liegen. Kryptographie. Da.
von Christopher Barr. Das ist unser Prof. Das ist wirklich sowas für, wenn ihr am Anfang des Studiums seid und ihr habt ein Kryptofach, das ist echt, für mich als Masterstudent ist das jetzt echt sehr langsam erklärt, aber ich habe ja schon viel mehr Grundwissen. Aber ich glaube, so erst oder Zweitsemester ist das wirklich genau das richtige Tempo und da sind auch Beispiele, vernünftige Beispiele drin und auch immer Diskussionen, wie sicher dieses System ist und warum es nicht sicher ist oder wie lange es noch. Also richtig coole Sachen halt. Und es ist aufgeteilt in symmetrische Kryptographie und danach in asymmetrische Kryptographie. Das ist dann bei uns in 2 Semestern unterteilt, mehr oder weniger. Wobei wir jetzt am Ende des ersten Semesters auch schon RSA machen. Ja, das Wort habt ihr gerade schon mal gehört. Das ist ja ein asymmetrisches Verfahren, wie wir hier sehen. Und vorher haben wir DES, AES, Present und Stromchiffren. Dieses AES und RSA hat man ja zum Beispiel schon mal gehört. Das Buch ist auch echt mega cool. Gibt es vielleicht ja auch bei euch in der Bib. Keine Ahnung. Und jetzt kommen wir eigentlich darauf, was für Kanäle der Boy empfiehlt auf YouTube. Natürlich, jetzt seht ihr, was mir Tolles empfohlen wird. Einerseits empfehle ich natürlich den craziest Kanal of World. Gucken wir mal, wer der Duty ist. Also jetzt nicht unbedingt meine Spielevideos, sondern eher So. die. Ups. Sondern eher die Videos zur Uni. Da könnt ihr mal gucken, was ich für Playlists habe. Aktuell mache ich ja dieses Machine Learning Livestream. Da lernt man jetzt nicht so viel fürs Studium, außer ich habe die Fächer wirklich. Aber was ich, und ja, jetzt könnte ich wieder erzählen, natürlich könnte ich sagen, ich empfehle jedes Video von mir. Aber was ich ganz gut finde von mir, sind die Hömer 1 und Hömer 2 Videos. Beziehungsweise ich habe das nochmal weiter unterteilt. Das heißt zum Beispiel Videos aus linearer Algebra sind einmal in der Playlist, aber auch in der Hömer 2 Playlist. Oder Differentialrechnung ist zum Beispiel, ich weiß nicht in welcher von beiden Playlist. Weil ich gerade nicht weiß, warum die Playlist nur 5 Videos hat. Ah, weil ich das nicht weitergemacht hatte. Da, die Reihe könnte ich eigentlich nochmal anfangen. Ich hatte ja vor einem Jahr da Hömer 1 nochmal geschrieben. Mit einem sehr guten Ergebnis. Deswegen sollte ich ja sehr fundierte Kenntnisse haben. Also ich persönlich finde meine Mathe-Videos ganz gut. Auch im Nachhinein. Ja, ich kann auch selbstkritisch an Sachen rangehen. Bei Datenstrukturen habe ich eher nur so einfache Themengebiete abgedeckt und das kritisiere ich meistens an den meisten Videos von anderen, dass sie immer nur einfache Beispiele nennen. Da hatte ich jetzt aber keine Muße in letzter Zeit, da nochmal neu dran zu gehen. Bei DiMa habe ich auch nur eher einfache Gebiete. Was ich auch noch empfehle von mir ist zum Beispiel die theoretische Informatik-Playlist und halt die beiden Hömer-Playlists. Und meine C-Playlist ist halt schon mega alt, die hat halt schon richtig viele Klicks gesammelt. Aber mit dem Kenntnisstand, den ich heute hätte, könnte ich das nochmal deutlich besser machen. Aber es wird sich ja nicht lohnen, zweimal so eine Playlist zu haben. Deswegen jetzt hier bei der C-Playlist, da kann man mir an der einen oder anderen Stelle schon berechtigt Vorwürfe geben, dass ich da das hätte deutlich besser machen können. Aber ich denke mal, meine Mathe-Videos sind ganz gut zum Lernen. Wen ich auch noch ganz gut finde, wenn ihr wirklich mal nicht viel Zeit habt, ist Daniel Jung. Der hat halt wirklich zu allem was, aber das sind dann meistens nur kurze Videos, wobei er dann zu einem Thema meistens auch mehrere Videos hat. Das heißt, so gesehen, das ist ein langes Video, wenn man es zusammenpacken würde. Ansonsten kann ich echt auf YouTube für Mathe eher Kanäle empfehlen, die gar nicht so bekannt sind. Und ich habe jetzt einen bestimmten Kanal zum Beispiel nicht genannt. Werde ich auch nicht, aber ich werde den Namen jetzt nicht nennen, sonst gibt es hier noch Beef des Todes. Und bei Programmieren fand ich die meisten Videos. Ich fand ja mal, also, ja, geht so. Programmiervideos unterstützen das, aber wie gesagt, ich bin dann echt eher ein Fan von Büchern, muss ich sagen. Was da ganz gut ist, ist, glaube ich, der The Morpheus. Ich glaube, der wird so geschrieben. Ja. Oder, also, den besten Programmierkanal, den ich kenne, ist Syntax. Aber das ist halt nur Python eigentlich. Aber der, bei ihm sieht man, dass er wirklich, ups, jetzt habe ich auf die Playlist geklickt. Bei ihm sieht man wirklich, dass er Plan hat. So. Deswegen, ich will es anderen nichts unterstellen, aber ich finde, er macht das richtig gut. Wobei man jetzt sagen muss, seine Basic Python-Reihe ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Das ist Anfang von Python 3 gewesen. Können wir gucken, was es hier so gibt. Ich will das Video jetzt nicht ab. Ja, komm, Udemy, Alter. Ja. Das sind auch schon einige Videos. Wie viele haben wir? 68 waren das, naja. Das wäre jetzt auch zu empfehlen. Ansonsten gibt es auch immer auf Stack Overflow.
Leider wurden diese Dokus hier gelöscht, die ich gespeichert hatte. Da war auch immer eine ganz gute Summary zu bestimmten Themengebieten. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, warum das gelöscht wurde, diese Summaries oder die Dings. Wie hieß das, die Documentations? Ja, ansonsten, was kann ich noch empfehlen? Jetzt habe ich Bücher genannt, ein paar YouTube-Kanäle. Einen kann ich noch empfehlen, aber da ist voll die traurige Story hinter. Mathematica hieß die, glaube ich. Ja. Ich fand, die hat auch ganz gute Videos gemacht. Da will ich jetzt aber nicht. Also, mir wurde ja letztes Mal im Stream schon gesagt, was mit ihr passiert ist. Das ist irgendwie mega krass, keine Ahnung. Die Videos fand ich auch ganz gut. Und es gab noch einen Kanal, ich kam nicht mehr auf den. Den fand ich mega gut. Der hatte so einen russischen Akzent. Ich weiß nicht mehr. Ja, was kann ich noch sagen? Jetzt habe ich irgendwelche Sachen gesagt, womit man lernen kann. Natürlich, jetzt ist der Tipp, benutzt die Sachen dann auch, ja, sonst lernt ihr nichts. Wenn ihr ein Buch im Schrank stehen habt, habt ihr davon ja am Ende auch nichts gewonnen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Ansonsten, was kann ich noch sagen? Das wären jetzt erstmal so meine spontanen Tipps gewesen. Ansonsten kann man auch bei Udacity oder so gucken, ob es da ein kostenlos oder Udemy, ob es irgendwelche kostenlose Kurse gibt. Wobei, da kann ich jetzt keinen empfehlen, nicht weil ich alle Kacke finde, sondern weil ich mich damit nicht so intensiv beschäftigt habe, sage ich mal so rum. Ja, das war, glaube ich, denke ich mal jetzt ein paar Sachen. Also er wurde letztes Mal nachgefragt, deswegen habe ich das jetzt gemacht. Die Bücher packe ich in die Videobeschreibung und ja, würde ich sagen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, schreibt rein, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was für Videos ich noch machen soll. Und dann sage ich mal, ciao mit V.